lustig, Mama, make me poke. So Leute, wir sind gerade am Frankfurter Flughafen, das sind unsere Koffer. Die haben wir auch mit dabei. Leute, ich habe gerade schon gehört, dass unser Flug Verspätung hat. Ich will das erzählen. Leute, ich habe ohne mal Angst vor dem Fliegen und ich hoffe, unsere Koffer kommen auch an, wo sie ankommen sollen. Ich habe einfach nur Angst, dass unsere Koffer vom Fliegen einfach weiter, das ist so krass. Auf jeden Fall gehen wir jetzt unsere Koffer ab, unsere Babys und wir hoffen, wir sehen euch wieder. Kann ich auf YouTube sagen? Boah, das wäre jetzt also krass, Leute, wir sind gerade live, hier seht ihr die. Kommt zu unser TikTok. Wir sind jetzt und warten an. Wir warten gerade an unser Boarding, weil wir sind jetzt fahren. Wir fliegen mit Sun Express, ne? Ja, ich hoffe, das ist gut. Ja. The boarding card. Oh mein Gott! Es geht los. Leute, wir sind hier gerade im Flughafen angekommen. Es ist so schön hier, wow. Wir steppen jetzt hier und gucken erstmal, wo unsere Koffer sind. Ich weiß nicht mal, wo wir hier lang müssen, ganz ehrlich. Hallo Leute, wir sind jetzt im Taxi. Das ist, kein, ist das so ein extra Bus. 2 Stunden angeblich fahren. Ja, 2 Stunden fahren wir wohl. Guck mal, wie schön das aussieht, Leute. Wir melden uns gleich wieder. Hallo, wir sind beim Hotel angekommen, Leute. Jackpot, direkt daneben ist Bazaar. Leute, wir sind im Hotel angekommen. Das Hotel ist so schön. Und direkt neben dem Hotel ist ein Bazaar. Nur das Problem ist, Leute, wir haben ein fucking Problem. Helen, kannst du deine Tür nicht zumachen? Und wir sind mit Helens Eltern hier und das heißt, wir haben inzwischen ein Zimmer zusammen. Aber wir dachten, es wäre so mit Innentür, mit so Tür. Und die sagen ja auch 2 Zimmer, ne? Soll ich euch mal zeigen, Leute? Das ist unser Zimmer. Okay, das ist einfach nur unser Bereich. Leute. Wisst ihr, was das Ding ist, Leute? Auf es ist der, nicht schlimm. Nein, auf der Seite, wo das gezeigt wurde, wurden nur die Luxuszimmer gezeigt. Nicht diese Zimmer hier. Die Luxuszimmer. Wir haben uns beschwert, auch weil das hier so stinkt, ne? Nein, hier stinkt es einfach nach so, als wäre irgendwas verschimmelt oder als wäre es so tropisch. Das geht nicht. Dann haben meine Eltern sich beschwert, die so, wir wollen ein neues Zimmer. Ja, dann haben sie ihre Eltern sich beschwert und wir sollen morgen nach dem Frühstück jetzt nochmal kommen und wir kriegen wahrscheinlich ein neues Zimmer. Das ist das Zimmer. Wir sind denn im Haus. Hier. Ah! Aua, ich hab mir so wehgetan. Wir haben sogar hier eine Klingel. Hallo! Hallo! Es ist einfach tropisch hier. Wirklich, als wenn wir in Thailand. Hier ist ein Guckloch, du kannst da nicht durchgucken. Ohne. Nein, ohne. Bitte. Wir werden sehen, was es wird. Ne? Ob wir morgen ein neues Zimmer kriegen. Wir melden uns auf jeden Fall morgen, weil. Ich hab das Kleid hier mitgenommen. Morgen. Was? Das nicht von meiner Mutter. Egal, Leute, wir melden uns morgen. Ne? Oder heute Abend. Tschüss. Guten Morgen. Leute, das ist der erste Tag in den tropischen Wäldern. Da ist Helen, die macht sich gerade fertig. Guck mal bitte, wie es hier schon aussieht, Leute. Das sieht aber nur so aus, weil wir uns gestern super schnell fertig machen mussten, weil wir angekommen sind. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Frühstück. Wir wurden gerade fast überfahren von diesem Mini-Ding da. So, let's go eat breakfast. Also Leute, Frühstück angekommen. Mit Orangen und sowas. Also ich weiß ja nicht, was das für ein Frühstück ist. Egal, wir haben es noch so besser. Also wir haben hier Kroketten, blablabla. Und wir haben geguckt, Leute, ich darf es essen. Sehr toll. Jetzt essen wir einen heißen Kakao. Ausblick, very nice. Let's go eating. So, Leute, wisst ihr, wir haben uns gestern beschwert wegen dem Zimmer. Ihr seht schon, wir haben ein neues Zimmer und das ist viel, viel besser. Wir haben hier sogar einen Kühlschrank und... Ich habe mich jetzt schon ein bisschen angezogen, weil wir gehen jetzt gleich kurz Handykarten kaufen für Internet und dann direkt Dings da. Dann direkt in den Pool und zu den Rutschen. Leute, guck mal bitte, wie ich aussehe. Sieht so schlimm aus. Egal, Leute, jetzt kommen meine Locken richtig zum Vorstellen. Guck mal, wir haben jetzt ungefähr 18 Uhr und wir waren heute noch nicht am Meer, aber da gehen wir. Guck mal, was das hier für Musik ist, Leute. Übrigens unser eigener Balkon von Helen und mir. Und wir machen uns jetzt fertig. Ich gehe jetzt auf jeden Fall duschen. Leute, unsere Haare, hier gibt es irgendwie kein Föhn, deswegen müssen wir Luft trocknen. Leute, sie wurde eben angesprochen von einem Mitarbeiter, ob sie ihre Nummer ihm geben kann.
Und wir dachten, wir kriegen Ärger, weil die Titi mit ihrem Getränk ins Wasser gegangen ist. Guck mal, ich habe Faxen am Pool gemacht, Leute, ne? Ich habe Faxen am Pool gemacht. Und dann kam der auf einmal und ich kam nicht aus diesem Flamingo, der da ist. Ich kam nicht raus. Ich bin da hängen geblieben. Soll ich das Video einblenden? Ja. Ich blende das Video. Lisa, komm mal raus! Und direkt danach kam ein Mitarbeiter so zu mir und hat mich auf Türkisch gefragt. Also hat so gesagt, dass er eine Frage hat und ob er halt mal entsagen könnte. Und ich war so, what? Guys, we have our makeup stuff here. Look at this, look at this. Ah! And don't here. Look at this shit. Lola, when I'm out, when I get. Sie will us out, the wind so aussieht. Ciao, Leute. Wir sehen so gut aus. Also, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die Sonne knallt. Oder mal, wir müssen schnell zum Strand rennen und diesen Sonnenuntergang unterwischen, weil wir wollen fucking Bilder machen. Könnt ihr es nicht, glaube ich, sehen? Könnt ihr diesen Sonnenuntergang sehen? Das ist so schön. Wir gehen jetzt richtig schnell dahin. Also, Leute, in Türkei haben wir hier so einen Strand gefunden. Hier gibt es Eis, Karamell, Macchiato, Strawberry Cream Frappuccino, voll das Starbucks-Dupe. Naja, wir gehen auf jeden Fall jetzt Lira kaufen und dann ein bisschen kaufen, ja. Shopping, Leute, wir gehen shoppen. Wir gehen unser Geld umtauschen, Leute. So, Leute, es ist schon wieder passiert, wir wurden angesprochen von fucking Verkäufern, okay? Leute, wir haben jetzt noch nicht so viel geholt, so drei Sachen, weil das ist unser erster richtiger Tag hier und wir wollen ein bisschen calm down. Leute, ich kann euch jetzt nicht mitgehen, weil wir gehen jetzt noch einen Mittagssnack essen. Könnt ihr aber auf meinem TikTok sehen, aber ich wollte euch nur zeigen. Schaut mal, wie schön das aussieht, Leute. Sieht so schön aus. In diesem Pool hier vorne waren wir noch gar nicht. Oh mein Gott, ich wurde gar nicht sein. Guten Morgen, es ist für uns der dritte Tag hier. Wir sind gerade am Pool, ne? Ja. Also es gibt hier mehrere Pools, aber den finden wir am coolsten, vor allem. Weil ihr auch immer so schön Musik ist. Wir genießen jetzt unser Getränk. Leute, wir gehen jetzt wieder ins Zimmer, weil Helene ist sehr schlecht. Leute, wir kennen das ja, wenn wir alle unsere Tage haben, Leute. Ist das super, super schön für uns Mädels. Also gehen wir jetzt ins Zimmer, es ist auch gerade Mittagssonne, die ist super, super heiß. Und oh mein Gott. Wenn man hier reinkommt, ist es so kühl, das ist so toll. Leute, guys, we look... Oh my God, we look so pretty today. Also abends ist immer die geilste Zeit, Leute, weil da sehen wir immer am schönsten aus. Jetzt gehen wir auf jeden Fall schon Abendessen. Und natürlich macht die 10 Meter. So, erste Essensrunde habe ich einfach so Kartoffeln mit bisschen Püree, Melone und Helen hat Bulgur, ist das glaube ich, mit auch Melone. Das schmeckt einfach nur nach Sirup. Schmeckt nach? Schokobudding. Leute, ich poste jeden Tag auf Insta neue Insta-Bilder. Es ist so schön. Wow, wow, wow. Also, checkt alle mal Insta ab. Das ist ja, Alter. Heute Nacht machen wir Fliegen. So, Leute, mittlerweile haben wir jetzt gerade 0:57 Uhr. Helene hat noch so Kekse gegessen, weil die ihre Tage, habe ich schon gesagt. Wir sind todmüde, aber jetzt machen wir auf jeden Fall noch TikToks. Checkt unsere TikToks ab, jetzt kommen lustige TikToks. Guten Morgen, Leute. Wir sind so kaputt. Egal, Leute, wir haben... Ey, wir schlafen immer. Wir haben jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit, dann ist das Frühstück zu Ende und es fuckt so ab. Wir müssen es noch anziehen, alles. Da draußen gibt es schon Party, Leute. Hört mal. Ich glaube, wir sahen mir am Morgen so tot aus. Schaut an mein TikTok vorbei. Gestern war Stromausfall und wir waren mitten auf dem Gang. Es war so schlimm. Es war unnormal. Wir dachten uns, kommt jemand entführen. Ich sag euch ehrlich. Frühstücken wir immer gleich. Ich nehme immer Omelette und sie nimmt immer Müsli. Wie kann man im Urlaub Müsli essen? Ich weiß, ich habe halt nicht so gut Schuhe auf irgendwas. Egal, Leute, jetzt heißt es erstmal Tabletten nehmen mit Orangensaft. Hier sehen wir eine Hühnerin. In ihren Flamingo. Wir machen die ganze Zeit Chili. Und wer macht für die Russen tanzen? Tanzt ihr doch mal. Ja. Tanzt die ganze Zeit.
Ja! So schön. Es ist Bob. Wir sind fertig gemacht. Wunderschön. Hallo. Wir waren gerade essen. Leute, so viele von euch sprechen mich im Hotel an. Ich wollte gerade sagen. Und fragen nach Fotos. Auch gerade eben, wir waren gerade dabei, Bilder zu machen. Deswegen checkt auf jeden Fall wieder Insta ab, Leute. Und kam das Mädchen so zu Letizia so, hey, kann ich ein Bild mit dir machen? So süß, ja, wirklich. Sie war so eine süße Maus. So, Leute, wir sind jetzt hier gerade auf dem Bazar. Und wir haben echt geile Insta-Bilder gemacht, Leute. Wow. Boah, Leute, ich wäre so fett verschlafen. Das Frühstück geht bis 10.30 Uhr. Wir haben 12 Uhr. Die weckt nicht, Leute. Hier, guck mal, wie. Samina, Mina! Komm, wir tanzen Halai. Boah, unser Zimmer, Leute, das ist, wenn Mädchen in den Urlaub fliegen. Halle, Miami. Egal, Leute, wir gehen jetzt frühstücken. Ey, scheiße, Frühstück gibt's nicht mehr. Was machen wir? Wir haben 12 Uhr. Oh, egal, unten gibt's diese Snackbar. Leute, wir gehen jetzt Snackbar. Das ist dann unser Frühstück, Halle, Miami. So, Leute. Wir haben es heute 40 Grad. Die Sonne scheint, es ist unnormal. Wir waren gerade ein bisschen essen. Also das heißt, wir werden heute wieder den ganzen Tag am Pool chillen, weil es einfach zu heiß ist, um irgendwie in der Sonne zu sein. This is the place for today. Selig! Ach, hi Leute! Amigos, das war's mit unserem ersten YouTube-Video. Wenn ihr mehr von solchen Vlogs sehen wollt, dann schreibt sie in den Kommentaren und lasst mich gerne eure Meinung wissen. Es ist nicht ganz perfekt, das Video geworden. Aber yes!